nächste Woche live im ersten Florian Silbereisen. Darum geht's in seiner neuen TV-Show. Nächste Woche kehrt Florian Silbereisen auf die TV-Bühne zurück. Das Thema seiner neuen Show ist auch schon bekannt. Köln, Schlagerfans aufgepasst. In der nächsten Woche feiert Florian Silbereisen, 37, ein Schlagerfest zu Ehren von Altmeister Roland Kaiser, 66. Dabei performt der 66-Jährige seine bekanntesten Hits, von Joanna und Es geht schon wieder los bis hin zu Santa Maria. Unterstützt wird Roland Kaiser vom Who is Who der deutschsprachigen Volksmusik. Mit von der Partie sind unter anderem Andrea Berg, Annette Louisan, DJ Ötzi und Michelle. Als Schmankerl dürfte der ein oder andere Gast sicherlich auch Kostproben aus einem neuen Album zum Besten geben. Florian Silbereisen, alle singen Kaiser, so sehen Sie die neue TV-Show. Florian Silbereisens neue Eurovisions-Show Alle singen Kaiser, das große Schlagerfest dürfte Highlight für jeden Volksmusikfan sein. Als Teil seiner Sendung Die Feste mit Florian Silbereisen wird auch die Kaiser-Hitparade wie gewohnt im Ersten übertragen. Sendetermin ist Samstag, der 16. März um 20.15 Uhr. Und damit noch nicht genug. Ab 23.55 Uhr präsentiert Roland Kaiser dann selbst seine neuen Songs zum ersten Mal vor Publikum. Übertragen wird das Live-Konzert ebenfalls im Ersten. Neben seinen Auftritten liegt auch das Privatleben von Florian Silbereisen im Interesse seiner vielen Fans. Seit der Trennung von seiner Ex-Freundin Helene Fischer gibt es beinahe täglich neue Gerüchte um das Liebesleben des 37-Jährigen. Dabei hält sich vor allem ein Name hartnäckig in der Gerüchteküche.